Zukunft. So, was machen wir heute? Wir gehen eine Runde Gold waschen in der Stadt. Und wie das geht, das seht ihr jetzt. Genau. Natürlich ist jetzt eine Goldwaschrinne aufbauen oder ein Highbanker hier aufbauen unangebracht, aber um mit der Familie und mit den Kindern ans Ufer zu gehen und dort Spaß zu haben, genau dafür sind solche Stellen gedacht und genau dafür hat man solche Stellen gemacht. Jetzt? Schau her. Hahaha! Sagst du nix? Jede Stadt oder in fast jeder Stadt sind solche Flächen ausgewiesen, wo auch zum Beispiel jetzt wie hier am Wasserspielplatz ausdrücklich eben das Planschen und Spielen im Wasser gestattet ist. Ihr habt noch nie was mit Goldsuchen zu tun gehabt? Noch nie, ne. Noch nie, okay. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt machen wir nämlich einen richtigen harten Test. Wir haben hier... Perfekt, das ist nämlich fast genauso schwer wie Original Gold. Wir haben hier unsere Münze drin und echte Reinkiesbruchsteine, Quarz und andere Gesteinsarten hier gemixt. Das schmeißen wir jetzt alles da rein. Und 5 große Hände Sand. Und dann geht's los. Zuerst, genau, schwemmt es praktisch diese ganzen leichten Bestandteile auf. Musst ein bisschen mehr Wasser reinmachen. Ja, genau. Und jetzt erstmal links und rechts und nach vorne und hinten. Geht. So, halt mal das Ding so und jetzt klopft er mal da hinten dagegen. Genau gerade halten, da hinten dagegen klopfen. Jetzt passiert folgender Trick. Die schweren Bestandteile rutschen in die Ecke, siehst du es? Ja, ja, ja. Und die Steine gehen nach vorne. Ja. Probier's nochmal. Faszinierend, oder? Schon krass, ja. Wenn man es noch nie gemacht hat. Ja. Aber das funktioniert nur, wenn du es genau gerade hältst. Durch die Vibration
rutschen die. Ja, zieht's ja. Die Steine da rein. Jetzt ja. Durch das Klopfen ziehen wir alles da hinten rein. Und dann, schaut her. Aber das hier durch dieses Spüren, seht ihr das? Ja. Wie durch Zauberei. Eindeutig alles auf einen Fleck. Bleibt alles da oben. Wir schieben das Blei mit dem Finger hoch. Schwenken den Rest ab.